Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Es freut mich sehr, dass ich heute die Karten für euch legen darf. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um das, was kommen wird und um das, was gehen wird. Schau einfach, inwieweit du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst, inwieweit das, was ich hier sage, das, was die Karten dir sagen möchten, mit dir übereinstimmt, weil es ist nun mal eine allgemeine Legung und deswegen kann es natürlich sein, dass zum Beispiel nicht alles und auch nicht im vollen Umfang mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Ich lege heute die Tarot auf Mystical Moments und ja, du bist jetzt hier und deswegen warten Informationen, Botschaften auf dich, die dich erreichen sollen. Was kommt, was geht, aber zuerst komme ich dazu, was da ist. Und ich habe die drei der Kelche, die fünf der Kelche, die vier der Schwerter und die Sonne. Was ist momentan in deinem Leben da, damit du dich hier auch wiederfinden kannst, damit du vielleicht sogar entscheiden kannst, ob diese Legung für dich ist oder auch nicht, denn das ist jetzt sozusagen, was jetzt die Gegenwart, was jetzt ist und deswegen kannst du schon einschätzen, ob das jetzt so ein bisschen dein Leben ist, ein Teil aus deinem Leben, deine Situation wird hier wieder gespiegelt oder nicht, ja? Trotzdem wollte ich noch, bevor ich anfange, die Karten zu deuten, sagen, dass eventuell nicht alles zu 100% hier mit deiner Situation übereinstimmen wird, aber das, was kommt und das, was geht, ja, das ist trotzdem für dich bestimmt. Also schau einfach. Die drei der Kelche und die fünf der Kelche. Ich habe das hier irgendwie so bei dir, dass du traurig bist, dass du einen Verlust erlitten hast, ja, dass in deinem Leben nicht so viel Freude momentan vorhanden ist, wie du dir das wünschen würdest, ja. Und es kann auch sein, dass eine Person aus deinem näheren Umfeld, vielleicht aus deiner Familie, vielleicht aus deinem Freundeskreis, vielleicht aber auch dein Herzensmensch, ein Gegenüber, eine ganz bestimmte Person, hier dich verletzt hat, hier dich enttäuscht hat und du befindest dich jetzt auf dem Rückzug, beziehungsweise diese Verletzung ist noch prägnant, muss jetzt nicht so sein, dass es gestern war. Vorgestern, es kann auch schon etwas länger her sein, aber diese Verletzung bei dir ist immer noch präsent. Deswegen hier die fünf der Kelche, das ist, kann auch eine Liebesenttäuschung sein, ja? Also irgendwie glaubst du nicht mehr so richtig daran, ja, vielleicht sogar hast du den Glauben verloren in die Liebe, vielleicht in die Menschheit, vielleicht in die Menschen. Ja, du vertraust nicht mehr, du traust nicht mehr, also nicht in dem Umfang, wie es früher mal war. Ich habe dich hier nämlich in der Vergangenheit viel Spaß haben, Freude haben, lustig unterwegs sein mit Freundinnen, mit Freunden, mit Familie. Es kann hier auch hier so ein kleiner Freundeskreis sein, wo du und zum Beispiel dein Herzensmensch involviert wart. Also ihr wart ein Teil von einer kleinen Gruppe, so ein Freundeskreis, ja. Und irgendwo ist das jetzt nicht mehr so. Das gehört der Vergangenheit an. Es kann aber auch hier so sein, dass du so richtig, das ist jetzt separat, ja, das ist eine allgemeine Legung und deswegen kommt jetzt was anderes hier rein, damit du dich eventuell hier doch noch einfinden kannst. Es ist, wird mir angezeigt, es ist schon etwas länger her,
wo du richtig Spaß gehabt hast. Mit anderen Leuten einfach ausgelassen feiern, lachen, trinken, Spaß haben, umgeben mit Menschen, die du kennst, die dich kennen, ja, kann auch hier sein, so dass das sehr lange her ist und du trauerst dieser Zeit nach. Für einige von euch ist hier die Jugend angezeigt, ja, das sehe ich ganz stark. Sowas habe ich noch nie in den Karten gesehen, ja, aber ich habe hier so die Jugend, ja, in der Jugend, da wo du noch diese jugendliche Freude gehabt hast, muss nicht unbedingt sein, dass du da 18 warst, ja, kann auch sein, dass das in deinen 30ern war. Und da hattest du viel Spaß, so diese Ausgelassenheit, diese Freude am Leben Spaß haben, ja. Und es kann sein, dass du dieser Zeit nachtrauerst, beziehungsweise wehmütig bist darüber, ja, dass das der Vergangenheit angehört. Das ist momentan das, was da ist. Und ich habe dich hier so ein bisschen für dich alleine sein. Muss nicht unbedingt, dass du die ganze Zeit alleine bist, ja, dass du dich in deinen vier Wänden eingesperrt hast, eingeschlossen hast, aber du brauchst jetzt Zeit für dich. Du brauchst immer wieder Zeit für dich. Du brauchst eine Auszeit und du nimmst sie dir auch. Zum Beispiel immer wieder sich zurückziehen und sich es einfach gut gehen lassen, vielleicht auch ein bisschen träumen, vielleicht auch ein bisschen hier, ja, das Gesetz der Anziehung praktizieren, ja. Sowas habe ich hier in den Karten drin. Also wenn du dich jetzt hier wiedergefunden hast, dann ist es höchstwahrscheinlich deine Legung, ja. Ich habe aber auch hier die Sonne. Also die Sonne scheint jetzt in deinem Leben aber auch. Für dich, für einen Teil zumindest, scheint hier die Sonne, beziehungsweise du bist jetzt bereit, nach dieser langen oder kurzen, ja, einer bestimmten Zeit zumindest, einer Zeit der Auszeit, des Rückzugs, vielleicht des Alleinseins, der Erholung, sich erholen von den Strapazen des Lebens hier, ja, einfach sich den Träumereien hingeben in einer freien Minute. Du bist jetzt bereit, nachdem du das lang genug praktiziert hast, ja, bist du jetzt bereit, dich ins Leben zu stürzen, weil du nämlich diese Vergangenheit vermisst, ja. Dir fehlt etwas im Leben und zwar dieser ausgelassene Spaß mit anderen, vielleicht auch mit deinem Gegenüber, mit einem Herzensmensch, vielleicht mit deiner Familie, ja. Aber wird mir hier angezeigt im Kartenbild, dass du jetzt dafür bereit bist. Und die Karten zeigen hier aber auch schon eine Tendenz an, ja. Also das ist nicht so, dass du hier das nicht erleben kannst. Im Gegenteil, ich habe hier die Sonne. Und die Sonne zeigt mir, dass natürlich hier diese negativen Einflüsse, diese Wehmut, das kann alles verschwinden. Das wird auch in der Zukunft verschwinden und etwas Neues nimmt Platz ein. Was, das werde ich gleich legen. Ja, das, was kommt und das, was geht, werde ich für dich hier gleich legen. Aber die Sonne, das ist auch hier so, kann man sagen, so ein kleiner Glücksbringer oder eine Schutzkarte oder eine Glückskarte, ja, wo die negativen Einflüsse neutralisiert werden und auch ins Positive umgewandelt werden können. Also das ist das, was jetzt, das ist das, was jetzt bei dir wirkt die Sonne. Das ist natürlich sehr gut, ja, weil ich sehe dich hier auch ein bisschen, vielleicht in so einem kleinen Loch, ja, nicht in einem tiefen, aber in so einem kleinen, in so einem Tal, ja, und da kommst du raus, wird mir hier angezeigt durch die Sonne. Aber das, was kommen wirklich jetzt für dich in der Zukunft kommen wird, dazu komme ich gleich. Ich nehme hier diese Karten mal weg. Und mische jetzt das, was gehen wird. Was wird denn gehen aus deinem Leben? Die Acht der Kelche. Die Hohepriesterin. Und das Ass der Münzen.
Das, was gehen wird, das, was gehen soll aus deinem Leben, das ist die verzweifelte Suche nach einem Ausweg, beziehungsweise die Suche nach einem neuen Weg. Oder es kann auch hier so gesehen werden, dass du, dass das aus deinem Leben gehen wird, weil du nämlich den Weg findest, ja. Du bist dabei, den neuen Weg zu finden und deswegen geht etwas und etwas Neues kommt. Dieser neue Weg wird sich bei dir, also die Suche nach diesem neuen Weg, wird nicht mehr notwendig sein, weil du diesen Weg gehen wirst, ja. So meine ich das hier. Also diese Suche wird gehen. Dieses, ich habe das hier so hinter die Kulissen schauen, ja, mit der Hohepriesterin, sich auch, ja, der Mystik des Lebens widmen, suchen nach dem. Ja, ich habe das hier so, als würdest du Fragen haben. Wieso, weshalb, warum? Und diese Fragen gehen. Ja, das wird gehen. Ich habe das nicht so, dass diese Fragen für dich beantwortet werden. Ja, wieso, weshalb, warum? Habe ich nicht, dass diese Fragen für dich dass du eine Antwort finden wirst. Aber du wirst dich nicht mehr so extrem damit befassen. Wieso, weshalb, warum? Warum passiert mir das? Warum kommt das in mein Leben? Warum nicht so wie bei den anderen? Warum immer nur ich, ja? Wieso nicht ich, sondern die anderen? Irgendwie so diese Fragen habe ich hier. Und du wirst aufhören, sich das zu fragen und aufhören zu suchen. Und was ich hier noch für dich habe, was gehen wird, ist auf etwas verzichten, hier mit den 8 der Kelche, auf etwas verzichten zugunsten von was anderem. Ja, das geht auch. Dieser Verzicht, dieses sich, ja, sich entledigen von zum Beispiel Menschen oder Dingen, Situationen, ja, das geht weg. Also diese Zeit ist dann bald vorbei. Du musst nicht mehr Verzicht üben. Du musst dich nicht mehr verabschieden, ja, schwere Abschiede oder ein schwerer Abschied hier war bei dir vor kurzem, sehe ich so, und das wird nicht nochmal vorkommen, ja. Also diesen schweren Abschied wirst du nicht so schnell wieder erleben müssen oder diesen schweren Verzicht wirst du nicht so bald erleben müssen. Und diese Neuausrichtung, ja, die findet bei dir statt und da musst du nicht mehr dich weiterhin neu ausrichten, sondern du bist neu ausgerichtet, ja, und deswegen geht das weg, in dieser Neuausrichtung, in diesem neuen Weg, in dieser Suche feststecken, das geht weg, weil du nämlich das schon findest und fängst an, das umzusetzen, das zu leben, dich in diesem Bewusstsein zu befinden. Also du musst nicht mehr suchen. So wird mir das hier angezeigt. Und ja, ich weiß, also ich hab das hier bei einigen von euch, ihr wollt. Ja, oder höchstwahrscheinlich auch du willst es wissen. Du hast Fragen und du möchtest, dass diese Fragen beantwortet werden, ja. Aber diese Fragen werden verschwinden, weil du dich etwas Neuem zuwenden wirst und diese Fragen werden dann auch gar keine Rolle mehr spielen. Es wird sich hier erledigen, ja. Und was noch hier gehen wird, ist dieser Anfang von dieser schönen Chance, die in deinem Leben aufgetaucht ist. Also ich habe das hier so, diese Chance hast du wahrgenommen, diese Chance, du hattest Zeit genug, sagen mir hier die Karten, du hattest Zeit genug, diese Chance anzunehmen, um in deinem Leben zu integrieren, um zu gestalten, ja, aufgrund dieser Chance, das Leben, diese Angelegenheit anfangen, da zu wirken. Und wenn du bis jetzt das nicht getan hast, wenn du das bis jetzt nicht angenommen hast, ja, dann
ist die Chance dann weg. Ja? Also, die Chance hat sich dir im Leben geboten, in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Es kann Liebe sein, es kann Beruf sein, es kann was Familiäres sein, es kann ein Projekt sein, eine ganz bestimmte Angelegenheit, ja. Du hast diese Chance bekommen und du hattest Zeit genug, diesen Weg zu gehen, das alles bei dir einfach fließen zu lassen, einfließen zu lassen in dein Leben, das einfach annehmen und zum Wachstum bringen. Und wenn du das bis jetzt nicht gemacht hast, weil du diese Chance abgelehnt hast, weil du diese Chance irgendwie nicht haben wolltest oder du hast es vielleicht nicht geschafft, aber wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du das unbewusst nicht gewollt. Dann war das nicht die richtige Zeit, um diese Chance auch in dein Leben reinzulassen. Und das geht weg. Also diese Chance geht weg. Sie zieht vorüber. Keine Sorge, es werden sich noch genügend neue Chancen in deinem Leben bieten, ja? Aber diese ganz spezielle, auf diese ganz spezielle Art und Weise. So wird es, also so im Detail wird es nie wieder auftauchen. Es wird schon irgendwie wieder neue Chancen geben, so ähnlich, aber nie gleich, ja, denn das Leben, es verändert sich ständig und deswegen, wir bekommen ja ständig neue Chancen, so ist das nicht, ne, aber halt nicht in diesem Detail, nicht haargenau, so ähnlich, mehr oder weniger. Also, wenn du diese Chance hast verstreichen lassen, dann war das auch nicht der richtige Zeitpunkt für dich, ja, wird mir auch hier so im Kartenbild angezeigt, weil du bist die Hohepriesterin und du hast auf dein Inneres gehört, du hast auf dein Gefühl gehört, vielleicht sogar auf dein Herz, ja, und wenn das irgendwie alles gesagt hat, nein, bloß nicht, ich kann nicht, naja, dann war das halt nicht der richtige Zeitpunkt und dann ist es auch richtig hier, dass du diese Chance hast nicht angenommen, diese Chance hast verstreichen lassen und es ist auch nicht so tragisch, ja, sagen mir hier die Karten, denn ich habe hier keine Tragödie deswegen, sondern eher du bist bei dir geblieben, du bist, du hörst auf dich und das ist ja sehr gut, aber das ist halt das, was geht, ja. Also wenn du die Chance angenommen hast, integriert hast, angefangen hast, okay, dann war das die richtige Zeit, der richtige Zeitpunkt und du kannst daraus was entstehen lassen, du kannst daraus was wachsen lassen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber bitte nicht verzweifeln, es werden noch mehr Chancen kommen im Leben, ja, so ist nun mal das Leben. Also keine Verzweiflung, ja, dass du eventuell zu dieser Chance Nein gesagt hast. Das war einfach nicht für dich, nicht jetzt, ja. Alles hat ja den richtigen Zeitpunkt und vielleicht musst du einfach noch mehr Wissen dir aneignen. Vielleicht musst du noch mehr hinter die Kulissen des Lebens schauen oder dir einen Überblick verschaffen über diese Situation. Vielleicht musst du noch mehr kennenlernen, dich dann noch mehr vertiefen irgendwie, ja. Und ja, das war das, was aus deinem Leben geht. Aber das auf jeden Fall geht dieses Unbekannte und dieser Verzicht zugunsten von was anderen und sich verabschieden von, das geht auch weg, ja. Die Zeit ist jetzt vielleicht sogar bei einigen von euch endlich vorüber. Und jetzt komme ich dazu, was kommen wird in dein Leben. Ganz konkret, was du erleben wirst. Was du erleben kannst, zum Beispiel, wenn du dich darauf einlässt. Und das sind hier die 4 der Münzen, die 3 der Münzen, die 7 der Stäbe und die 4 der Stäbe, das ist gut. Das ist gut. Also das ist hier das, was kommen wird, ja, ist etwas, was Stabilität bedeutet, aber auch nicht langweilig ist. Ich habe hier die Münzen, das ist
die Stabilität, das ist Ordnung, das ist alles in geordneten Bahnen haben, bringen, ja. Und dann die leidenschaftliche Seite, dieses Erleben, Erlebnishunger, ausleben können, Spontanität, schnelle Ergebnisse, ja, schnelle Bewegungen, die möglich sind. Im Allgemeinen zeigen mir das die Karten, denn ich habe hier zwei Münzen und ich habe hier zweimal die Stäbe. Also zwei Karten, die Münzen auf den Abbildungen haben und zwei Karten, die Stäbe auf den Abbildungen haben. Und deswegen hier ist die Leidenschaft, Stärke, Feuer. Und hier ist die Erde, die Ruhe, die Stabilität. Hier ist es konkret. Hier geht es vielleicht ein bisschen drunter und drüber, aber die beiden Sachen ergänzen sich wunderbar. Eins geht mit dem anderen wunderbar einher. Und ja, das eine Rädchen greift in das andere Rädchen, was ich hier so habe. Also, du kannst im Großen und Ganzen Harmonie herstellen in deinem Leben. Ja, wenn man das so übergreifend sich anschaut, Harmonie kann wiederhergestellt werden. Balance ausbalancieren, ja, in Waage halten. Also nichts Dramatisches, aber auch nichts, was dich überfordern könnte. Und vier der Münzen, das, was kommen wird, das ist die Stabilität. Stabilität in den Finanzen, Stabilität in deinem Leben, Stabilität in Bezug auf eine ganz bestimmte Sache. Ich habe hier auch ein paar, ich habe hier vier der Stäbe, das ist auch ein Paar, was zueinander findet. Und da ist es hier schön zu sehen, hier ist eine 4 und hier ist eine 4. Und das rundet das Ganze so ein, das klammert das Ganze so ein. Also, du wirst Stabilität finden mit jemandem in einer spannenden, feurigen, leidenschaftlichen Angelegenheit wirst du die Stabilität finden können. Einige von euch finden den Weg. Finden den Seelenpartner. Ja, vier der Stäbe, das ist die Seelenverbindung, das ist die Seelenpartnerschaft. Das ist aber auch sich aufeinander einlassen und sich hier anfangen, etwas aufzubauen. Ja, wie gesagt, Beruf, Finanzen habe ich hier stabil drin zu liegen. Könnte sein, dass sich eine Gelegenheit bieten wird, etwas mehr zu bekommen. Aber ansonsten, für die meisten von euch habe ich sowas hier drin, wie sich das erhalten, was man hat und anfangen, nach mehr zu streben. In finanziellen Angelegenheiten, im Beruf. Also aus dem, was man hat, könnte sein, dass du dir da noch mehr was aufbauen kannst, dass du dran arbeiten kannst und da sich einfach Gelegenheiten bieten werden. Aber ansonsten habe ich das hier sehr stabil, hier drin zu liegen und du hältst auch daran weiterhin fest. Das, was du hast, hältst du fest. Sieht man hier schön, ja? Wie das hier festgehalten wird. Und die drei der Münzen, das sind auch Verträge aller Art. Wenn du einen Vertrag unterschreiben möchtest, wenn du einen Vertrag abschließen möchtest, kannst du das hier gerne tun. Natürlich sollte man nochmal drüber gucken, nochmal in sich gehen, soll ich nicht, ja, Pro und Contra abwägen. Aber ich habe das hier so ein Ja. Also wenn du so unsicher bist, soll ich nicht, dass die Karte sagt, ja, kannst du ruhig machen. Also große Verluste wirst du deswegen nicht erleben. Eher wird alles gleich bleiben bei dir oder durch diesen Vertrag wird sich sogar etwas, nur ganz wenig, etwas verbessern. Was mir die Karten auch anzeigen, was du auch hier machen kannst, was in dein Leben kommen wird, du wirst an einer ganz bestimmten Angelegenheit arbeiten können, das vorantreiben können, das aufbauen können, entwickeln, wachsen lassen können durch deine harte Arbeit. Ohne Arbeit geht das hier nicht. Das ist die drei der Münzen, das ist auch die Karte des Aufbaus, aber das fällt einem nicht irgendwie vom Himmel, sondern man muss leider oder vielleicht genau richtig hier was tun, ja. Du kannst dich irgendwo einbringen und etwas Schönes entstehen lassen, etwas Größeres entstehen lassen, wird mir hier angezeigt. Die sieben
der Stäbe. Die sieben der Stäbe, das ist natürlich hier auch ein bisschen, was kommen wird, du wirst befürchten. Du wirst irgendwie so das sehen, obwohl das nicht da ist, wirst du das sehen, dass eventuell dir oder eine Person oder mehrere etwas Böses wollen. Dem ist nicht so. Ja, das zeigt die Karte. Beziehungsweise, wenn dem wirklich so sein sollte, diese Personen oder diese Person kann nichts ausrichten. Diese Person wird nichts Negatives hervorrufen können, dir antun können, weil du befindest dich auf einer Position, wo man dich nicht erreichen kann. Ja. Also, wenn du davon da irgendwo weißt, dass irgendwelche Personen vielleicht irgendwie irgendetwas planen in Bezug auf dich, irgendetwas Negatives, vielleicht hinter deinem Rücken reden, um dich in schlechtem Licht dastehen zu lassen, das wird keine großen Auswirkungen haben. Ja, habe ich hier mit den sieben der Stäbe. Es könnte sogar so sein, dass das, was im ersten Moment als Angriff für dich aussieht, etwas Positives ist. Dass man dir irgendwie helfen will, dich unterstützen möchte, aber du siehst es eher erstmal so, als würde man negativ da irgendwie einwirken wollen und du siehst nicht die Absicht dahinter, die gute Absicht dahinter. Aber wenn wirklich jemand irgendwie negativ in Bezug auf dich ist, irgendwie bedrohlich wirkt, vielleicht in deinem Umfeld oder sowas, ja? Diese Person wird keinen Erfolg haben. So sieht es hier nun mal aus bei den sieben der Stäbe. Das wird keinen Erfolg haben. Diese Person wird nichts Negatives oder diese Personen ausrichten können. Das geht gar nicht, weil du dich nämlich irgendwo anders befindest und sie können dich nicht erreichen. Vielleicht nicht auf dieser, ja, ich sag mal hier in Anführungsstrichen, wenn dir das was sagt, auf dieser energetischen Ebene können sie dich nicht erreichen, ja? Und deswegen ist es hier für dich wichtig, sich darauf zu fokussieren, was machbar ist und das, was irgendwie negativ ist, schon im Auge zu behalten, aber dich nicht so viel damit zu befassen, ja? Okay, da ein bisschen gucken, kontrollieren, ja, wie sieht's da aus, aber nicht so sich drauf versteifen, nicht zu viel darauf eingehen, ja, sondern sich das auf das konzentrieren, was machbar ist, was Vorteile bringt, was man aufbauen kann, was man erschaffen kann, ja, also auf Positives den Blick lenken, hier aus deinem kleinen Gefängnis vielleicht, was du dir so ein bisschen gebaut hast, einfach rausschauen, in die Welt schauen und gucken, was gibt es da Positives, ja. Weil manchmal ist es so, dass man sich doch eher auf das Negative fokussiert, weil ja, das Negative lauert ja auch überall. Ja, negative Nachrichten, negative Menschen, einfach den Fokus da wegnehmen. Ja, klar kann man da so ein bisschen gucken, was ist da überhaupt los, aber emotional sich da raushalten und dann wird es auch keine negativen Auswirkungen auf dich haben. So ist das nun mal. Und die vier der Stäbe, das habe ich ja schon gesagt. Jemand kommt, du verbindest dich mit jemandem, jemand kommt auf dich zu, den du empfangen kannst, beziehungsweise du wirst jemanden empfangen können. Ich habe das hier so in die Arme schließen bei einigen von euch. Einfach umarmen, ja. Jemanden umarmen muss nicht unbedingt jetzt sowas sein wie die Liebe, ja, mit der Liebe, sondern auch vielleicht einen netten Menschen, vielleicht jemanden aus der Familie. Irgendwie vielleicht sogar eine kleine Familienfeier, ja, das wird auf dich zukommen. Also du bist da willkommen. Du heißt aber auch andere Menschen willkommen bei dir. Vielleicht lädst du Leute ein, vielleicht lädst du nur einen Menschen ein, ja. Aber es wird super sein. Du wirst dich mit diesen Personen, mit diesen Menschen wunderbar verstehen. Das wird ein wundervoller Abend, das wird ein wundervoller Tag werden. Und auch generell habe ich hier. Das ist so, als würde sich so eine kleine Tür öffnen mit den vier der Stäbe. Und positive Menschen können stärker bei dir
einströmen, ja, positive Einflüsse von positiven Menschen, kannst du mehr in deinem Leben wahrnehmen. Sowas habe ich auch hier mit den vier der Stäbe, aber das ist natürlich auch die Seelenpartnerschaft, ja, dass diese Verbindung irgendwie in deinem Leben vielleicht sogar wieder, ja, Bedeutung haben wird, oder diese Bedeutung wird verstärkt werden, oder du findest deinen Seelenpartner. Wie gesagt, Seelenpartner müssen nicht unbedingt etwas mit der Liebe zu tun haben, ja. Das kann auch zum Beispiel, wenn du Kinder hast, vielleicht eins deiner Kinder sein, ja, oder mehrere, mit denen du die Seelenverbindung, die Seelenpartnerschaft hast, muss nicht immer nur was mit der Liebe zu tun haben, kann auch mit der Liebe hier was zu tun haben. Mehr sagen dazu die Karten jetzt nicht. Und ich bin jetzt am Ende meiner Legung. Das ist eine lange Legung geworden. Ich hatte viel zu erzählen. Ja, und wenn du magst, kannst du natürlich hier meinen Kanal abonnieren, vielleicht mir einen Kommentar schreiben, würde mich natürlich sehr freuen, vielleicht aber auch einfach liken, um auszudrücken, ja, diese Legung hat mir gefallen. Ich bedanke mich bei dir dafür ganz, ganz herzlich. Wenn du magst, kannst du natürlich hier als sozusagen Energieaustausch eine kleine Spende zukommen lassen, wenn du möchtest. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die bis jetzt bei mir gespendet haben. Vielen lieben Dank. Ich freue mich jedes Mal und ich gönne mir auch davon ab und zu mal auch einen Kaffee. Ja, ja. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.